20, 30, 40, 50? 50 vermisste Personen gibt's? Ja, natürlich. Ich habe auch so die Zeit hierfür. So, Karte aktualisieren. Jetzt haben wir die Karte aktualisiert. Wie gesagt, ich gucke mal eben ganz schnell drauf, aber ich möchte die ja, wie gesagt, nicht benutzen. Also vorerst nicht mal. Falls wir nicht weiterkommen, dann muss ich sie natürlich benutzen. Aber jetzt werde ich mich erstmal hier umsehen. Und man kann speichern. Sehr schön. Hallo? Hallo? Ja, ich möchte überschreiben. Das geht schnell an so einem Telefon speichern, kennt man ja. Energie. Okay, wir brauchen Energie. Das denke ich mal, wird hier sein. Das ist noch einfach. Oh, super. Dreimal mussten wir das machen. Die typische Videospielironie. Man muss dreimal. Man muss. Was war das? Man muss dreimal irgendwas machen, um dass es funktioniert. So, Sevasto Link. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen. Da hätte sie jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an Zeug zu kommen? Ich habe alles in den in einem Lagerräum. Was? Ich habe alles in einem Lager. In einem der Lagerräume versteckt. Das ist immer so, wenn die Augen schneller sind wie der Mund, dann ist es immer schwierig zu lesen. Also, ich habe das in einem Lagerräum versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Da haben wir schon mal unseren Code für die Tür. Keine Panik. Niemand geht mehr runter zum Terminal. Nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub. Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Anna. Okay, jetzt haben wir also unseren Code. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir den Code mal notieren. Also 0340, obwohl, das kann ich behalten. 0340. Dunkel wie ein Bärenarsch. 0340 für die Tür. Ist schon, also muss ich sagen, coole Atmosphäre. Also gefällt mir richtig gut. Hat sich bis jetzt definitiv gelohnt. So, schauen wir mal. Okay. 0304. Ach nee, Quatsch. Was mache ich denn da? Ich hummel mal eben was zu schreiben. Ja? wo habe ich denn meinen Block? Kleinen Moment, ja? Hätte ich mal doch lieber den Block, den ich schon immer bei mir hatte für solche Spiele. Also muss man sich doch mal was aufschreiben. Dann ist es gar nicht mal so verkehrt. So, ich werde mir mal eben einen Block schnappen. Kleinen Moment, geht sofort weiter. So, jetzt habe ich natürlich hier wieder meinen schlauen Zettelchen hier wieder überall rumfliegen. Einen Moment, muss mal eben kurz gucken, wo der Stift ist. Wo ist denn der Stift hin? Hallo, Stift? Stift, wo bist denn du? Ach, vielleicht sollte ich den nehmen, der auf dem Tisch liegt. Ja, so. Block ist da, Stift ist auch da, dann kann ich mir das nämlich notieren. Ich habe nämlich jetzt schon wieder den Dings vergessen, den Zugangscode. Gut, so, schauen wir mal. Also. Und ich sag noch ganz klug, oh, der ist ja nicht so schwer, den kann man sicher behalten. So, also schauen wir noch mal. 0304, so. Der ist ja nicht schwer. Nee, Quatsch, 0340 war das jetzt, ne? Oder habe ich mich jetzt. Ich glaube, ich habe mich jetzt, glaube ich, verschrieben, wenn ich das. 0340 war das, ne? Ja, ich schreibe 0340, genau. 0340, so. Vorsichtshalber, man weiß ja nie, ne? Also, ja, wie gesagt, Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Und, oh mein Gott, das wird lustig. So, 0340. Sehr schön. Ich hoffe, solche Rätsel kommen häufiger. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier Schönes? Medikit V1. Das ist irgendwie wie so ein Plan, ist das? Sie haben einen Bauplan gefunden. Greifen Sie mit Kreis auf das Baumenü und bauen Sie es aus gefundenen Teilen zusammen.
Medikit. Ach, da haben wir's. L1 um zu bauen. Öffnen Sie das Baumenü über links und dann bauen Sie den Stand, den Sie möchten. L1. Ach du Scheiße, das Medikit ermöglicht es Ihnen, in Notsituationen zum Teil selbst zu heilen. Dies ist keine leichte Aktion. Sorgen Sie also dafür, dass Sie genügend haben. Ach du Scheiße, dass es so komplex ist, hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Boah, was brauchen wir denn dafür alles? Zu wenig. Zu wenig Schrott. Eine Impfpistole, Komponente B und Bindemittel. Also wir brauchen... Schrott haben wir null. Wir haben... Ethanol haben wir nichts. Landungspack haben wir auch nichts. Sprengkapsel haben wir auch nichts. Einen Sensor haben wir. Eine Impfpistole haben wir zwei. Komponente B haben wir ein. Und Bindemittel haben wir, glaube ich, zwei. Aber was kann ich denn jetzt tun? Ach so. Wir brauchen von jeder Komponente ein. Also brauchen wir für Medikit brauchen wir eine Impfpistole, Komponente und Bindemittel. Dann füllt sich oben der Balken. Der Basken ist auch geil. Und jetzt? Habe ich jetzt ein Medikit oder? Ich gehe mal zurück. Ich schau mal. Nee, das war falsch. Was brauche ich denn noch? Muss ich... Cursor bewegen? Oh, ich darf... Oh Gott, ich kann mich auch noch umsehen. Oh Gott, das... Aber ich habe doch alles, oder? Was fehlt mir denn jetzt noch? Weil im Prinzip habe ich doch alles... Fortschritt ist voll? Hä? Medikit 0? Fortschritt voll? Ah, vielleicht fehlt mir da noch irgendwie... Moment, wir brauchen einen Sensor, da haben wir. Impfpistole? Ne, Moment, Quatsch, Impfpistole haben wir. Genau, haben wir ein. Wir haben eine Komponente eingebaut und wir haben ein Bindemittel. Und oben ist jetzt voll. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Vielleicht brauchen wir noch Schrott, weil wir haben noch keinen Schrott gefunden. Da unten steht 10. Schauen wir mal, vielleicht finden wir hier noch was. Hier haben wir nochmal Bindemittel. Hier haben wir nichts liegen. Was haben wir hier? Noch eine neue Impfpistole. Ich glaube, das war's. Schauen wir nochmal eben im Inventar. Nee. Also brauchen wir doch tatsächlich, so wie es da unten steht, 10 Schrott. Okay. Da müssen wir ja höllisch drauf aufpassen, was wir dann tun mit dem Bauen. Das ist jetzt so komplex, das hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht. Das ist jetzt schon ein alter Falter. Also benötigen wir Schrott. Wo kriegen wir denn Schrott her? Ist das Schrott? Nee. Dann schauen wir doch mal. Liegt hier vielleicht Schrott rum? Nee. Und vor allen Dingen, wo gehen wir denn weiter? Weil hier ist ja die Tür sowieso zu. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder zurück und schauen mal. Vielleicht finden wir ja auf dem Rückweg irgendwie Schrott, dass wir da... Hier vielleicht? Nee. Ich habe Angst, da irgendwie einen Elektroschock zu bekommen. So. Lach hier vielleicht? Nee. Aber unten kam er doch auch nicht weiter, oder irre ich mich da jetzt? Schauen wir mal. Gucken wir mal. Prost zusammen. Dafür sind wir ja hier, um uns umzusehen. Und da hinten ging es ja nicht weiter. Müssen wir jetzt echt wieder zurücklaufen? Ja, gucken wir mal. Vielleicht ist das ja richtig, zurückzulaufen. Vielleicht... Dunkel wie im Bärenarsch ist es hier gerade. Aber von hier sind wir doch gestartet, oder? Ja, sicher. Hä? Moment. Da kann aber irgendwas nicht stimmen. Denn... Ich liebe sowas, wenn man so ein bisschen rätseln und kniffeln muss, wie es weitergehen könnte. Schauen wir doch mal hier. Vielleicht haben wir hier irgendwie was übersehen.
was wir übersehen haben, genau. Aber hier geht's ja nicht weiter, oder? Nee. Okay, hier war nur der Koffer gewesen mit den ganzen Komponenten, die wir aufgesammelt hatten. Also wird es doch wahrscheinlich oben in dem Raum weitergehen. Na, dann gehen wir doch mal nach oben. Also, schauen wir mal. Sie läuft ganz schön merkwürdig, die Leiter. Habe ich das schon mal erwähnt? Und mir gefällt das nicht, dass unsere Lebensanzeige immer nach unten eingeblendet wird, dass wir ein wenig weniger haben wie voll. Strom wiederherstellen hatten wir doch, oder? Oder müssen wir das nochmal machen? Schauen wir mal. Okay, können wir nichts tun. Hier können wir speichern. Können wir auf den Terminal noch was tun? Schauen wir mal. Auf Wiedersehen von Surgeon. Öffentlicher Hinweis, die Stellung der Sevastopol. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Surgeon Sigson. Kooperation möchte bei dieser Gelegenheit all jene danken, die im Lauf der Jahre auf der Sevastopol gearbeitet und gelebt hatten und hofft, dass Sigsons dazu beigetragen hat, die Station zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investitionen in die Station schwanken nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Sigsons Apollo Haupt-KI auf Hiwi Androiden Sevastopol dienen werden, bis auch die allerletzten Nieten entfernt wurden. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station. Wir sind Menschen. Okay, Audio, was haben wir bei Audio? Harris. Harris? Turner? Kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Waits, Ende. Okay. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Ja, jetzt haben wir alles mal gelesen, alles mal gehört. Und wir sind immer noch nicht schlauer. Wir müssen auf jeden Fall den Strom irgendwie herstellen. Ich speichere nochmal eben ganz schnell, ganz fix. Das Schöne daran ist ja, es ist ja ein Live-Let's Play. Und das heißt, ich kann nicht schneiden, wie bei YouTube oder so, obwohl ich ja bei YouTube sowieso nicht so viel schneide oder fast gar nicht. Und wenn ich hier faile, dann faile ich halt. Und ja, wie stellen wir denn den Strom wieder her? Ich habe eine Vermutung, dass es vielleicht hiermit irgendwie zusammenhängt, weil hier blitzt es so. Aber hier können wir nichts tun. Die Tür ist zu. Haha, ich habe eine. Was ist denn das? Kreditkarte in der Hand? Vielleicht müssen wir doch nochmal in diesem Raum hier. Vielleicht hat das hier mit irgendwas zu tun. Ich glaube zwar nicht. Alles hier so am Leuchten ist. Ja, gut, das. Ah, hier eine Leuchtfackel. Och, die haben wir ja ganz übersehen. Okay, wenn wir das schon, wenn wir schon eh schon zwei haben, dann können wir auch eine verwenden. Hallo? Ich möchte eine Leuchtfackel verwenden. Ich möchte diese Leuchtfackel benutzen. Oder muss ich echt Tatsache jetzt hier den. Aber ich habe keinen Schrott. Nee. Okay, ich kann irgendwie meine Leuchtfackel nicht benutzen, warum auch immer. Warum kann ich die Leuchtfackel. Ich will meine Leuchtfackel benutzen! Mein. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer. Kann ich jetzt die Leuchtfackel benutzen? Nein. Anscheinend nicht. Das heißt, wir müssen den Strom einschalten. Aber die Frage ist, wie schalten wir den Strom ein? Das fängt ja schon gut an, das Let's Play.
Prost. Noch nicht ein Moment hier irgendwie. Vielleicht hier? Können wir es wegschieben? Nee. Huch, was war das denn? Okay. Was? Warum bin ich denn so groß? Also. Aber hier war doch auch nichts, oder habe ich hier irgendwas übersehen? Aber ich darf meine Fackel irgendwie nicht mehr anmachen. Warum? Warum darf ich meine scheiß Fackel nicht mehr anmachen? Ich will meine Fackel anmachen. Gibt's denn sowas? Da ist auch nichts. Das gibt's doch nicht. Ja, Leuchtfackel benutzen. Wie war das denn? Muss ich da irgendwas drücken? Nee. Viereck drücken für Leuchtfackel benutzen war ja vorhin, aber irgendwie macht sie das nicht mehr. Tja. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Das kann ja nicht sein. Wir werden das finden. Was haben wir hier? Hier mal eine Glühbirne als Symbol. Mag das was heißen? Da ist was an der Wand. Das haben wir noch gar nicht untersucht. Okay, da ist nichts. Vielleicht ist ja doch was hier. Und warum ist es hier gerade so laut? Nee, hier lang können wir auch nicht. Springen können wir übrigens auch nicht, fällt mir gerade auf. Ah, hier Schrott. Ach, hier liegt noch Schrott rum. Das muss doch mal einer sagen. Das habe ich doch gar... Das habe ich aber voll übersehen. Ja, supi. Jetzt können wir natürlich auch das Medikit bauen. Weil wir jetzt natürlich auch Schrott haben. L1 drücken, um zu basteln. Wie sich das anhört. Um zu basteln. Huhu, jetzt haben wir ein Medikit. Wie kann ich denn das Medikit jetzt verwenden? Ah, jetzt. Halte, um zu aktivieren. Okay. Ich denke mal, dass es jetzt oben wahrscheinlich weitergehen wird. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist nur, warum sollten wir uns ein Medikit bauen? Ich sag mal, in Anführungsstrichen dafür, damit wir es wissen, wie es geht. Aber zweitens, bräuchten wir es gleich vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und, ich frage mich, wo es jetzt lang geht. Weil wir müssen immer noch den Strom aktivieren. Die Tür ist immer noch zu. Hier haben wir eingeschaltet. Ist jetzt hier irgendwas Neues jetzt vielleicht? Sachen haben wir... Nee, das haben wir auch schon. Das haben wir auch. Strom einschalten. Das haben wir alles schon. Okay, verdammt, wo schalten wir denn den Strom ein? Darf ich denn jetzt meine Fackel benutzen? Yeah! Ich darf endlich meine Fackel benutzen. Wie geil ist das denn? Jetzt sehe ich auch endlich was hier. So, vielleicht sehen wir endlich was, was wir sonst übersehen würden, weil es hier so dunkel ist wie ein Bärenarsch. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Okay, wir werden mal alles hier so ein bisschen untersuchen. Vielleicht finden wir hier noch was. Die Tür ist zu. Okay, können wir nichts tun in dem Raum. Mir echt gerade vor wie bei Daylight. So ein Spaß mit der Fackel. Omi, ich hab ne Fackel. Ja, liebe Omi. Ja, Radio einschalten wäre ja Quatsch.
Jetzt hat sie natürlich die Fackel weggeschmissen, weil wir die Leiter runtergegangen sind. Super, anstatt sie die Fackel runterschmeißt. Ganz toll. Na, supi, ey. Was haben wir denn hier? Schon wieder Schrott. Können wir denn schon wieder ein Medikit bauen? Ich muss mit dem Dings noch ein bisschen klarkommen. Da fehlt uns noch eine Komponente B für das neue Medikit. Okay, ich muss mich so ein bisschen noch mit der Steuerung gewöhnen. Ich mach nochmal eben kurz die Fackel an. Ist mir jetzt egal. Ich muss mich jetzt umsehen hier. Wir können hier aber nichts tun. Hallo? Ja, ich habe einen kleinen Bug gefunden. Ich hing da gerade in den Koffern rum. Ist ja wieder typisch für mich. Okay, von da sind wir auf jeden Fall runtergefallen. Definitiv. Also da ging's nach unten. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin sollen, was wir tun sollen. Ich meine, was wir tun sollen, ist klar. Wir sollen den Strom einschalten, aber nur wo? Und hier können wir ja, glaube ich, die Kiste nicht wegschieben, oder? Oder können wir irgendwas tun? Nee. Nee, das geht nicht. Was ist denn jetzt? Was? Warum? Ist hier ein Loch? Okay, hier ist irgendwie anscheinend ein Bug, irgendwie ein Loch im Boden, den natürlich wieder nur ich finden kann. Ist klar. Aber was? Keep moving steht da. Ah, okay. In Bewegung bleiben. Ich frage mich, was wir tun sollen. Großes Rätselraten hier in der Let's Play Live Show. Denn ich habe keinen blassen Schimmer. Oder müssen wir irgendwie dahinter kommen vielleicht? Ne, wir können da nicht springen. Ist ja... Huch. Okay. Na toll. Die Fackel brennt doch noch. Warum schmeißt du die denn weg? Ist denn sowas möglich? Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch der Raum oben, eigentlich der große. Also, das... Kann ja heiter heute Abend werden, definitiv. Die folgenden Sendungen verzögern sich um 2 Stunden. Prost zusammen. Also gehen wir doch nochmal systematisch ein bisschen ab und suchen nochmal ein bisschen genauer. Vielleicht habe ich echt doch nochmal was übersehen. Also das Radio können wir einschalten, ist klar, aber das bringt uns ja nichts, ne, oder? Oh yeah, oh yeah. Die Türen sind zu. Oder können wir irgendwas tun? Strom wiederherstellen. Was haben wir hier? Strom wiederherstellen. Okay. Hier können wir auch nichts tun. Zumindest wird es nichts angezeigt. Ist ein bisschen frustrierend gerade, bin ich ganz ehrlich. Aber wer mich schon länger kennt, der weiß ja, ich gebe nicht auf. Mir ist das alles relativ egal. Und auch wenn ich 100 Mal sterbe, so wie beim Wahnsinnsmodus bei Outlast, werde ich immer wieder spielen. Die Tür ist auch zu, ne? Oder? Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Na toll, das muss doch mal einer sagen. Dass man zur Tür gehen muss, dass was geskriptet wird. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Ja, toll. Und jetzt? Na toll, jetzt muss ich bestimmt wieder irgendwo runter. Aha. Die Frage ist jetzt nur, wo? Wie gesagt, also viele werden es natürlich in den Kommentaren schreiben. Warum benutzt du nicht deine Karte? Nein, ich möchte keine Karte benutzen. Ich möchte das Spiel so gut es geht ohne Karte durchspielen. Ist eine kleine Herausforderung meinerseits. Aber die Frage ist doch, wo stellen wir jetzt den Strom wieder her? Das heißt, wir haben ja unser Ziel jetzt aktualisiert. Wollte ich gerade sagen. Und wir haben jetzt wahrscheinlich irgendwo was aktiviert.
mit dem Weg dorthin, dass wir... dass wir es dort einschalten können, den Strom. Erstmal willkommen zur Let's Play Live Show auch an alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag, jeden Samstag um 20 Uhr gibt's die Let's Play Live Show. Und ja, heute hier Premiere für mich auch, Alien Isolation. Und falls ihr mich besuchen möchtet auf YouTube, ich mache auch Let's Plays, schaut gerne mal vorbei bei gebt einfach in den Chat ein Werbung und schon taucht mein YouTube-Channel auf. Dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Okay, jetzt geht die große Suche los nach... Ich habe gerade gesagt, ich benutze keine Karte, aber anscheinend werde ich sie doch mal benutzen, denn... so, was haben wir da? Da haben wir... Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Tja, aber wo? Das wird uns nicht angezeigt. Suchen Sie im Raumfahrtterminal nach Hilfe. Gehen Sie weiter durchs Terminal und suchen Sie Hilfe. Wir kommen ja da oben gar nicht weiter. Das ist doch, glaube ich, diese Tür, ne? Wie sollen wir denn den Strom herstellen? Das sind, genau, das sind die beiden Türen, die zu sind. Mit diesen großen Xen. Und da ist, stellen Sie den Strom wieder her, die Tür. Aber wie? Wie stellen wir denn bitte schön den Strom wieder her? Okay, also hilft uns die Karte nicht bei Sachen, die wir selber lösen müssen. Das ist mir echt verdächtig hier mit dem Bild. Aber... Naja, schauen wir mal. So, und wir haben ja schon sogar 10 nach 9 haben wir ja schon. Und damit haben wir ja schon quasi die große Pause übersprungen, aber die werden wir jetzt machen. Genau, wir machen jetzt eine, wie gesagt, eine Pause, die größere Pause, die ja immer ansteht, normalerweise um 9 Uhr. Ich werde mich mal hier oben reinstellen in dieses Dingen und dann machen wir eine kleine Pause, Raucherpause für euch, Trinkholpause, Popcornholpause, Pipi-Pause, Pupu-Pause und dann sehen wir uns gleich an dieser Stelle hier wieder und ja, würde ich sagen, bis gleich.